Ich meine, Sie sitzen ja jetzt hier nun wirklich mehr oder weniger an der Quelle. An der Quelle saß der Rabe. Haben Sie schon mal das Wort gehört? Der Prophet ist im eigenen Land nichts wert? Nee. Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Kennen Sie dann das Sprichwort nicht? Nee. Nein? Nee. Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich kenne andere. Welche? Naja, das mit dem frühen Vogel. Und das ist halt so lustig, weil ich habe im Badezimmer hier einen Aufkleber auf einer der Fliesen. Ja? Da steht drauf, der frühe Vogel kann mich mal. Das ist ja schlau. Ich kannte nur, wer zu früh kommt, ist als erster fertig. Ja, stimmt. Meine Mutter meinte auch immer, wer nicht kommt zur rechten Zeit, macht zu spät die Beine breit. Sehr klug gesagt. Aber alles Gute kommt von hinten. Denn in der Kimme liegt die Kraft. An der Quelle saß der Rabe, hat am Arsch eine dicke Narbe. Und die dicksten Bauern haben die ältesten Pantoffeln. Von dem Schuster mit den schlechten Schuhen nämlich. Ja. Oder wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann soll er halt bleiben, wo er ist, der arrogante Drecksberg, ja, dieser Pisser. Ja. Man wird alt wie eine Kuh und nimmt immer noch zu. Moderierst du ohne Hose, war das Schlüpfergummi lose. Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche fassen, aber gut am Pimmel ziehen. Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Brüsten haben. Ja. Denn wie heißt es doch? Dumm fickt gut. Nein, 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 das ist leider Quatsch. Weder ich noch mein Mann. Ja, stimmt, ich auch nicht. Aber besser ein Ende mit Schrecken als zwei fette Schnecken ohne Ende. Denn tut dir schon früh die Rübe weh, guckst du wahrscheinlich QVC.